Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich zeige das Spiel Assassin's Creed Valhalla. Unser erster richtiger Raid. Oh Gott, ich bin so geil. Angreifen. Bam. Und zurück. Deckung, geht's Deckung? Ja. Bam. Und wieder zurück. Alter, er schützt sich nur mit seinen versteckten Klinge. Kann man auch machen. Und Angriff. Attacke. Komm noch einmal bestimmt. Okay, okay, okay. Noch einmal. Jo, Alter. Wie oft denn noch? Yeah. Angriff. Yo, Sigurd, kämpfe einfach mit einem Großschwert und einem Axt. Ich mach euch alle kalt. Alter, wie brutal. So, ich helfe mal mit. Hier ist kein Bogenschütze, oder? Nö, dann ist es alles easy. Oh, wie krass. Oh mein Gott. Ey, man spielt übelst den Wuch. Angriff! Die Bogenschützen. Ja, okay, funktioniert nicht. Aber man kriegt leider keine Erfahrungspunkte. Schade. Nein, unser Verlust. Hallo, ich bleib irgendwo stecken. Komm her. Der schießt auf mich. Nö. Fast durch, ja. Oh.
Er hat einfach meinen Kill abgestoppt, danke dafür. Oh, 100 Meter entfernt, okay, 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 okay. Komm. Besiege Burgretts stärkste Krieger. Zwei Ziele. Okay. Oh, Soundtrack. Ist mega geil. Das ist die stärkste Krieger? Wirklich? Bam, Alter! Alles noch nicht tot. Komm, greif an, ich will. Der Ivar, der rast komplett aus. Hä, das war's? Okay. Ging voll schnell. Kann ja auch sein, dass ich ein bisschen gegrindet habe, privat, aber egal. Wenn wir weiterkommen, dann ist es alles gut. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Ich sehe nichts. Ah. Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Cheolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Suche in der Feste Hinweise zum Verbleib des Königs. Ein kleiner Etteling fehlte bei alledem. Wo war der Sohn unseres Königs? Chilbert war dabei. Vielleicht hast du ihn verpasst. Deine Lügen entsprechen deinem Wesen, Eivor. Groß und kühn. Truhe. Ein Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Ist ein Emblem womöglich von einem Clan? Die Brüder sollten das sehen. Ivar, ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Der pennt einfach. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier. Kennst du dieses Zeichen? Tonas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Cheopedun. Über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setz sie dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst. Du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Brauchen wir Burgret wirklich? Eine Ahnung, wohin Burgret gegangen ist. Du warst Burgrets Tarn.
Hast du eine Ahnung, wohin er verschwunden sein könnte? Burkhard hat seine geheimen Schlupfwinkel. Aber mir hat er sie nie verraten. Er hat mich im Dunkeln gelassen. Aus gutem Grund. Tona ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und deine Axt! Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Ivar ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halt ihn von Ivar fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister. Jo, 5100 Erfahrungspunkte. Okay, Fertigkeitsbaum. Ja, ich habe ein bisschen gegrindet. Ich habe hier den Kantarrolle, Gifthauch, Leichensprengfalle, Meucherlist habe ich freigeschaltet und geführter Fall, glaube ich, auch, oder? Und dem Tod von der Schippe. Was ist da? Das ist nicht so nice. Aber ihr seht, ich habe fast alles, ja, gegrindet. Beim Richtung Raben. Hm. Dann ist hier full. Okay, komm, machen wir mal. Upgraden. Nichts. Okay. Meter entfernt. Trifft dich mit Sigurd. Hier ist auch noch ein Quest. Dem Licht zu dienen. Ah, machen wir mit Sigurd weiter. Aua. So, ich werde jetzt wieder reiten. Und mein Pferd kann jetzt schwimmen. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben für mein Pferd. Okay, das ist nicht schwimmen, sondern das Wasser ist hier nicht so tief. Aber ihr könnt mir glauben. Mein Pferd hat auch sehr viel Ausdauer. Lass mich in Ruhe, ich will nicht kämpfen. Okay, komm her, komm. Oh, Soundtrack ist so gut. Hallo Sigurd. Das geht sicher nach hinten los. Was geht nach hinten los? Sigurd, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Iva und Uba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Iva ihr den Schädel spaltet. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Sollen wir? Wir kommen gleich zurück.
Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Heer schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Oba brauchte ihre Männer und ihr Wissen. Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrad nicht besiegt haben. Ich habe gehört, Tona dürfte das nach zwei Dingen. Weiches Silber und hartes Bettgeflüster. Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin. Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht können wir sie zufriedenstellen. Und wenn wir das nicht schaffen? Eva sagte, du sollst deine Axt mitnehmen. Da sind sie ja. Wie erwartet. Wenn sie an dir gefallen findet, rede du weiter. Ich glaube, du... Lol. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Ja. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Kein Interesse. Und warum nicht? Man sagt mir eine äußerst begabte Zunge nach. Die du anscheinend nur zum Krakehlen benutzt. Genug Geschwätz. Du weißt, warum wir hier sind. Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen. Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Wir haben Briefe gefunden. Aufzeichnungen eines Handels. Ihr beide habt eine Vergangenheit. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest aber gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Du könntest sie bezahlen. Boah, 520. Wenn Sheolwulf auf dem Thron sitzt, wird es ihn kaum freuen, dass du ihm im Weg standest. Dass du an ihm zweifeltest. Gib dich mit der Hälfte zufrieden und Sheolwulfs erster königlicher Befehl wird nicht deine Enthauptung sein. Starke Ansage. Spuck's aus. Burgred bezahlte mich, um die Ragnarssons von zwei Orten fernzuhalten. Legrakester und Tempelbuch. Eine große Menge Silber. An eurer Stelle würde ich da mal nachsehen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Wir sind hier fertig. Legrakester und Tempelbuch. Sagen dir diese Orte etwas? Mir nicht, aber den Brüdern sicher. Ich werde es ihnen erzählen. Bleib nicht zu lange hier. Wir müssen uns einen König fangen. Ich darf nicht, oder? Doch. Cool. Lol, ich kann einfach Tona töten. Mach ich aber lieber nicht. Okay, da darf ich nicht. Okay, dann gehe ich einfach. Boah, man kann einfach jetzt Tona töten. Wie cool. Es gab auch mal so ein DLC, von Odyssey. Ich glaube, es war das erste DLC mit den versteckten Klinge, also mit den Assassinen und so. Vermächtnis der erste Klinge, glaube ich, heißt es. Da gab es auch so ein Typ. Man konnte ihn die ganze Zeit reden hören und so, ihn mit ihm begleiten, bisschen Quests machen, dies, das. Aber man konnte ihn auch noch direkt töten. Ich hab's direkt gemacht. War ein bisschen langweilig, aber ich. Es hat geklappt. Und ich bereue es nicht. Sigurd hat uns alles erzählt. Gut gemacht. Legrakester und Tempelbuch. Was wissen wir über diese Orte? Legrakester ist ein großes Dorf. Und Tempelbuch ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da, so schnell wie möglich. Und was machen wir mit Tona?
Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Das lass mal meine Sorge sein. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legra, Kester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Ich mag einfach das neue Level-System. Ich meine, ich bin eh hier schon fertig. Das will ich nicht haben. Dann kann ich... Handwechseln ist nicht so wichtig. Soll ich dann Richtung Krieger gehen oder... Jäger? Ich glaube, ich gehe Richtung Krieger. So, Welt. Kapitel 1. Das ist Kapitel 2. Ich glaube, ich mache eine Mission und dann machen wir beim Kapitel 1 weiter. Ich muss echt mehr mein Dolch benutzen. Wo ist Eivor? Oh, das ist ein Schlüssel. Cool. Klettern wir mal hoch. Der wartet safe hier oben. Irgendwie rein. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wiesel Burgred ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uber und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burkhard hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron.
Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Sein Speer kommt nicht wieder. Er ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Durchsuche die Kirche, durchsuche das alte Badhaus. Ah, ich darf nicht rennen, oder? Aber wenn hier kein Gegner in der ist, dann ist alles. Ciao! Das wird nicht einfach. Ich habe keinen Bock zu kämpfen, ne? Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Komm, 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 schnell, 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 Eivor. Geht's hier? Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Wir sollten lieber kämpfen, um Tamifjord von den Dänen zurückzuholen. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrieds Anweisung? Der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn satt? Wie meinst du das? Bist du denn blind? Er stellt Bogrets Befehle bei jeder Gelegenheit in Frage. Seit die Dänen aufgetaucht sind. Scheiße. Natürlich hast du einen Schlüssel. Oh Gott, oh Gott. Ah. Halt mal an. Hey, was? Du entkommst mir nicht so einfach. Nein, das gibt's doch nicht. Ich mag das Stealth absolut nicht in AC Valhalla. Das ist so schwer. Okay. Hier war kein Stress. Verloren. Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivars Späher. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Leggarkester. Woher willst du das wissen? Leofried kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ethelsweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Eva, los, bringen wir dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Oh. Ja, der
Komm. Kämpf doch mit. Auch noch. Wo jetzt? Ah. Hallo? Mein R2 funktioniert nicht. Mein R2 funktioniert einfach nicht. Fühl ich. So, das war's. Bist du verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Okay. Zum Glück habe ich alle Gegner getötet, bevor mein Control ausgegangen ist. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Da im Himmel, bring mir Erlösung. Dann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten. Was hast du dir gedacht, Eva? Giobert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Eva hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Cheopedon und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Ihr mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgrets Frau Ettelschwied ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Ja, yeah, Quest abgeschlossen. Ah, nicht Level up. Okay, Leute, das war's jetzt. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Channel und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Wäre sehr nice. Und ja, Leute, have a nice day und ciao.